Herzlich willkommen zurück zu Littlewood. Ich bin die Miri und für mich ist jetzt auch wieder eine neue Aufnahmesession. Ja, also gleich vorab, bevor wir hier richtig loslegen. Okay, wir müssen erst das uns anschauen. Liliths Kräfte. Also, du bist der dunkle Zauberer. Ich habe so viel über dich gehört. Ich bin sicher, dass du das hast. Und du musst Lilith sein. Ich habe eine Menge über dich gehört. Hä? Was hast du über mich gehört? Lilith, ist es wahr, dass du außergewöhnliche magische Fähigkeiten hast? Fähigkeiten, die du nicht kontrollieren kannst? Hä? Na, also, ich kann meine Fähigkeiten gut kontrollieren. Lilith, ist es sehr wichtig, dass du ehrlich zu mir bist. Solem könnte in großer Gefahr sein und ich denke, deine Fähigkeiten könnte der Schlüssel dazu sein, das Geheimnis zu lüften. Was? Solem könnte in Gefahr sein? Was meinst du? Moment. Ich bin nicht gefährlich wie du, oder? Ups. Tut mir leid, das kam falsch rüber. Ich weiß, dass du genauso wie Miri bist und dich nicht an deine Vergangenheit erinnern kannst. Es ist okay, Lilith. Ich war definitiv gefährlich früher. Und ich denke, es lag daran, dass ich mit einem dunklen Wesen in Kontakt kam. Erinnerst du dich, wann du deine Fähigkeiten erhalten hast? Nun, da du es erwähnst, ich hatte eine sehr merkwürdige Begegnung an der Magischen Akademie. Ich habe den umliegenden Wald nach Pilzen abgesucht und ein schattenhaftes Ding schien durch mich durchzugehen. Das nächste, woran ich mich erinnere, war, dass ich in meinem Zimmer aufgewacht bin. Aber alles schien anders. Seitdem hatte ich immer Probleme, meine Magie zu kontrollieren. Ich habe eine Menge Freunde verloren deshalb. Unglaublich, du musst mit demselben dunklen Wesen in Kontakt gekommen sein wie ich. Oh nein, Dark, ich habe Angst. Ich möchte nicht der nächste dunkle Zauberer werden. Ich kann wirklich manchmal meine Magie nicht kontrollieren. Es lässt mich so schwach und kraftlos fühlen. Nein, Lilith. Du warst stärker als ich. Das dunkle Wesen übernahm meinen Körper und ich konnte nichts dagegen tun. Irgendwie hast du es geschafft, du selbst zu bleiben und hast einige mächtige magische Fähigkeiten dabei erhalten. Du bist etwas Besonderes, Lilith. Ich denke, du könntest diese Kräfte für das Gute nutzen, im Gegensatz zu mir. Das klingt unheimlich, Dark. Ich meine, es könnte noch mehr von diesen schattenhaften Dingen in Solem herumrennen. Aber sorge dich nicht. Wenn ich jemals einen davon sehe, werde ich sie mit einem Feuerball wegschießen. Danke für deine Zeit, Lilith. Ich denke, ich komme näher daran herauszufinden, was hier in Solem los ist. Okay. Ja, das war jetzt mal wirklich eine interessante Zwischensequenz. Zwischensequenzen sind jetzt auch ein gutes Stichwort. Also was ich mich die ganze Zeit eigentlich schon frage, auch schon die letzten Folgen so, während ich rumrenne und Sachen mache, ist, was jetzt eigentlich die Story ist in diesem Spiel. Also ich meine, das Spiel fängt ja eigentlich an dem Punkt an, wo andere Spiele aufhören, nämlich dass man den dunklen Zauberer schon besiegt hat. Und man kämpft ja auch nicht mehr richtig zumindest. Die Sache ist, es gibt dieses kleine Geheimnis mit Dark. Ich weiß nicht, ob das im Spiel wirklich drin ist, dass da mal was erklärt wird. Aber ich denke,
Der richtige Weg, um das rauszufinden, ist über diese Zwischensequenzen. Und da gibt es eine schöne Übersicht, was einem noch fehlt. Also ihr seht, diese blauen, die hatten wir schon. Die kann man sich tatsächlich auch nochmal anschauen. Möchte ich aber nicht unbedingt. Und die kriegt man, wenn man bestimmte Beziehungslevel mit den Leuten hat. Meistens mit zwei verschiedenen. Hier zum Beispiel bräuchten wir hier einmal Babsi und Lilith. Wir können ja kurz mal schauen, wie es aussieht. Level 25 bei Babsi, Level 15 bei Lilith. Lilith hat Level 28, das ist also nicht das Problem. Babsi hat Level 23. Das heißt, ich müsste jetzt noch zwei Level höher kommen bei Babsi, damit ich den nächsten Moment hier bekomme. Und hier haben wir es ähnlich, Sana und Laura. Da fehlt es bei Laura offenbar noch ein bisschen. Und ich denke deswegen, dass ich jetzt nach und nach versuchen werde, diese Sachen freizuschalten. Wir fangen einfach vorne an. Keine bestimmte Reihenfolge, bis ich die halt alle habe. Und nebenbei möchte ich natürlich auch hier noch ein bisschen weiterkommen. Es ist jetzt leider sehr viel gegrindet, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Das ist in dem Spiel einfach so. Grinden ist einfach ein zentrales Element hier. Und deshalb würde ich mich jetzt vor allen Dingen mal auf diese beiden Fähigkeiten konzentrieren, damit wir in diese letzten Bereiche noch reinkommen. Das ist also schon mal das Erste, was ich machen möchte. Und was ich auch machen möchte, ich habe rausgefunden, Moment, genau, ich muss noch einmal ein Kompliment machen, das ist gar kein Problem heute. Ich habe rausgefunden, ich habe ja auch noch diesen Tarot-Tisch hier. Muss ich mal kurz gucken, wo ich den finde. Wo befindet er sich? Eco. Moment. Den habe ich doch irgendwo gesehen, dachte ich. Das muss doch hier irgendwo sein. Nee. Also ich sehe es jetzt gerade nicht. Ich dachte, ich hätte das schon mal gesehen. Oder habe ich das nur geträumt? Naja, vielleicht muss ich da mal ein bisschen drauf achten, wo es das gibt. Also wenn ich ihn sehe, möchte ich ihn auf jeden Fall auch bauen, denn ich habe erfahren, dass man auch gegen seine Leute hier das Spiel spielen kann. Peinlich. Dass ich das jetzt so dachte. Ja. Nö. Es ist hier gar nicht. Ich habe das irgendwie, muss ich das falsch interpretiert haben. Na gut. Falls wir ihn jemals sehen, werde ich ihn bauen. Und dann können wir auch gegen die ganzen Leute hier spielen. So, jetzt. Boah, was mache ich denn heute? Das mit dem Sammeln möchte ich eigentlich nicht machen. Ich kümmere mich erstmal um die Tiere. Das ist mir noch halbwegs wichtig. Was will der Whisberry immer noch? Haben wir nicht. Was will die Kuh? Cabbage. Endlich mal was, was wir haben. Und Radieschen. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir alles nicht. Okay. Ach so, wenn ich die Vögel treffe? Hä, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Okay, auf jeden Fall gibt es hier einen Brief zu lesen. Liebe Miri, ich war sehr beschäftigt, Solemns Geschichte zu lesen. Ich will dich nur wissen lassen, dass ich dich sehr schätze, sagt Dark. Okay, danke Dark. So, haben wir noch irgendwas zu tun? Ja, Babsi möchte da was bekommen. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt erstmal los in den Wald. Wir holen uns natürlich wieder unseren Woodcutting-Bonus. Hier. Kann ich hier was verbessern? Ja, kann ich. Machen wir natürlich auch. Wir nehmen auch noch den Meteoriten hier auf. Und dann schnappen wir uns mal Babsi. So. Achchen, machen erstmal ein Kompliment. Das kannst du nicht wirklich meinen. Was denn? Ja, den Dialog kennen wir.
Nehmen Sie ihn mal mit. Es ist ein Er, habe ich ja gelernt, ne? Und dann geht's los. Genau, hier kann ich nichts weiter machen, ist klar. Das können wir auch verbessern. Hat sie hier was? Nee, nicht wirklich. Also ich freue mich wirklich, wenn wir in den letzten Bereich reinkommen. Das wird sicher toll. Und ich sehe, hier ist einer von den tollen Bäumen hier. Lavewood. Ja, also es geht uns natürlich vor allem darum, die tollen Bäume zu bekommen. So. Ich glaube nämlich, dass man auch mehr XP bekommt. Ja, ist auch tatsächlich so. Also die normalen Bäume, die bringen nicht so viel XP wie jetzt Magic Wood zum Beispiel oder halt auch dieses Lave Wood. Wobei das Golden Wood anscheinend auch weniger bringt. Das finde ich jetzt komisch. Ah ne, das liegt daran, dass der Bonus weg ist. Na klar. Also Magic Wood bringt 2. Golden Wood bringt 3. Und das normale bringt 1. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, die besseren Bäume vor allem zu schlagen. Die anderen werde ich echt nur noch nehmen, wenn ich dringend solches Holz brauche. So, das hätten wir. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass wir kurz nochmal hier fischen. Petra. Und Minnow. Oh, wir haben ein seltenes Insekt gefunden. Sehr cool. Und die Fische nehmen wir noch mit. Und dann würde ich noch in den anderen Teil vom Wald gleich rübergehen. So. Los geht's. Oh, hier gibt's auf jeden Fall irgend so einen unheimlichen Baum. So viel habe ich schon gehört. Nur wo? Sehen tue ich ihn noch nicht. Oh, da ist noch ein besonderer Baum, sehe ich gerade. Und da sind auch die bösen Bäume. Hinten ist eine Kiste. Und auch noch ein weiterer Baum. Ja, ich würde fast sagen, das reicht erstmal. Wir gehen nämlich jetzt nochmal ganz kurz nach Port City de Luca und schauen, ob es da was zu kaufen gibt, was Interessantes. So, was gibt es denn hier? Das ist, glaube ich, Ghost Food. Das brauchen wir nicht. Das ist Orichalcum. Brauchen wir auch nicht. Ah, hier ist der Tisch. Seht ihr? Ich wusste, ich habe ihn irgendwo gesehen. Ich nehme es einfach mal mit. Was ist das hier? Glowing Rock. Könnte es nochmal verbessern. Das werden wir auf jeden Fall auch tun. Und dann ist hier oben noch Maximilian. Also, wie ist das Leben, nachdem du die Welt gerettet hast? Ich bin sicher, du vermisst die Aufregung der Abenteuer. Oh, du kannst dich nicht an viel von vorher erinnern? Nun, das mindestens kannst du beruhigt sein in dem Wissen, dass du den dunklen Zauberer nie wiedersehen willst. Na? Also, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Wyvern in mein Taro-Monster-Deck aufnehmen sollte. Es hat hohe Angriffspunkte, aber wenig
Gesundheit. Ja, okay. Wusste nicht, dass das auch noch irgendwie ein Thema spielt. Ja, okay. Also hier gibt's offenbar nicht wirklich was Neues. Dann gehen wir mal nach Hause. Und man kann ja auch auf dem Weg nach Hause zurückkehren, habe ich gesehen. Genau. Wir gehen erstmal schlafen. Es hat fast gereicht für Babsi. Ein bisschen brauchen wir noch. Also muss ich wohl nochmal ein Kompliment machen und dann sollte das Thema erledigt sein. So. Auf jeden Fall ist dieses Thema erledigt. Was muss ich denn jetzt machen? 1500 Tautropfen ausgeben. Das sollte nicht weiter schwierig sein. Collect. Also 20 Fancy Bricks sammeln. Weiß nicht, wie ich das unbedingt sammeln soll. Eben haben wir eine Truhe mit einer DeLuca-Coin. Da ist auch was Neues. 5 Karotten. Ja, das können wir organisieren. So, mein Schwein hat hier was. Whisberry haben wir immer noch nicht. Also, Karotten. So, das sollte schon ausreichen. Und wenn ich jetzt hier fünf, also zweimal das reinmache, dann müsste es eigentlich auch die anderen, müsste den anderen auch helfen. Dann könnte ich noch mal kurz schauen, ob es etwas gibt, womit ich weitere Händler bekomme. Ja, das mit den Tree Sap ist halt immer noch so ein Thema, ne? Ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ich hier irgendwas groß tun kann. Perfect Bricks. Ja, ich meine, 6 haben wir jetzt schon da. Wenn ich vielleicht noch ein paar crafte, falls das überhaupt schon möglich ist. Ich weiß gar nicht, ob ich da was habe. So, ja, Whisberry. Immer. Mu, sag Mu. Ja, nee, kann ich nicht. Ich habe kein Urikalkum. Und hier unten ist auch nichts. Ja, gut. Also wir wollten Babsi ein Kompliment machen. Wo steckt sie denn? Er, meine ich. So, Kompliment. Ich denke, du hast recht. Ich habe eine Art Glanz. Ja, Radiant Glow ist, naja, so ein Strahlen, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich ihn die ganze Zeit für eine Frau gehalten habe. Weil er sich so dermaßen mit seinem Äußeren beschäftigt. Vergesse immer, dass ich hier schon war. Ach so, ich wollte natürlich dann auch die nächste Person schon direkt mitnehmen. Da würde ich mal Laura dann mitschleifen. Wo steckt sie? So. Sie hat irgendwelche endlosen Geschichten darüber, wie Leute im verbotenen, oder im verbotenen Wald, würde ich schon sagen, im endlosen Wald verloren gehen. Und ich soll aufpassen. Das ist so das in a nutshell, was sie gerade sagen wollte. Ich habe es einfach nur so halb gelesen. Was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ich werde noch ein bisschen Unkraut verkaufen. Denn bringt Geld. Und was ich jetzt natürlich auch komplett vergessen habe, ich möchte auch wieder meinen Bonus mitnehmen. Also, der Bonus ist wieder Holz hacken. Das können wir auch verbessern. Ein Jammer, dass ich gestern so viel Tautropfen schon ausgegeben habe.
Wenn ich geahnt hätte, dass ich da noch so eine Aufgabe bekommen würde, hätte ich es vielleicht nicht gemacht, aber nun gut. So ist es halt. So, aber jetzt geht's los. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug Fancy Planks. Perfect Planks meine ich natürlich. Okay, wo ist der böse Baum? Da hinten. An dem muss ich auf jeden Fall dran vorbei. Und da hinten ist noch einer. Beziehungsweise... Nö, der wacht gar nicht auf, wenn ich hier vorbeischleiche. Auch gut. Oh, was hat der denn Besonderes? Wasp Card? Achso, das war gar nicht der Baum, das war so eine Karte, die ich da gefunden habe. Okay. Okay, gehen wir hier durch. So, das war dieser Bonus. So, aber ich fürchte, den hier müssen wir wirklich stilllegen. Hab ich eigentlich... Bin ich schon am Rennen? Jetzt bin ich am Rennen. Ja. So ist gut. Ja, mehr gibt's hier schon wieder nicht zu holen. Ich nehme noch das Unkraut mit und hänge einmal meine Angel hier rein. Floating Petal. Ah. Ja, und dann wieder ab in den anderen Wald rüber. Bald müssten wir es ja auch geschafft haben, ne? Dass wir mal genug Holz gehackt haben, um auf Level 60 zu kommen. So ewig lang kann das ja eigentlich nicht dauern. Wobei andererseits, also es dauert jetzt ja schon auch eine ganze Weile. Hier, es ist dunkel. Da ist noch einer mit Golden Wood. Hm, und da hinten wäre noch eine Kiste, die ich auch gerne hätte. Noch mehr Golden Wood. Okay, hier oben gibt es nichts Besonderes. Dann würde ich sagen, wir nehmen den noch mit und dann ist es wirklich wieder Zeit fürs Bett. So, Woodcutting Level 59. Viel ist es nicht mehr. Also ich denke, wenn wir heute jetzt nochmal losziehen... Oh. Ah ja. Okay, ich schaff das. Ich muss mich konzentrieren. Ah, ich liebe einfach meine morgendlichen Bäder. Es ist die einzige Zeit, in der ich Ruhe und Frieden hier in Heldenstadt finde. Oh, das Wasser scheint die perfekte Temperatur an diesem wunderschönen Morgen zu haben. Super Lightning Bolt. I summon you to destroy the nearest living thing. Ups. Ah, okay. Meine schönen Federn. Oh nein, Babsi. Ich hab dich hier nicht gesehen, das tut mir so leid. Oh Gott. Okay, das war jetzt... Ich fand's ein bisschen lustig. Oh mein Gott. Ja, das hat Lilith ganz toll gemacht. Babsi schreibt, ich mag dein Modebewusstsein, meint sie, glaube ich. Dein Sinn für Stil. Dein Haar ist einfach und effektiv.
Ich glaube, sie meint Frisur. Eher. Weil die Frisur, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal fertig bringen werde. Dass ich mal das Richtige sage. Ja. Also. Diese Zwischensequenz hätten wir dann, wäre jetzt Laura, denke ich, die nächste. Wir gucken nochmal. Genau. Mit Laura Level 30. Ich glaube, sie hat derzeit 27. Also machen wir ihr heute mal ein Kompliment und nehmen sie auch gleich wieder mit. Wo steckt sie? Hier. Kompliment. Danke, du siehst heute auch toll aus. Wompas scheint ein interessantes Tier zu sein. Einige Forscher glauben, dass sie die natürlichen Wächter von etwas in den Dust Caverns sind. Aber was bewachen sie? Ja, das ist eine gute Frage. So. Wir haben sie mit dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht nochmal die Blumen hier gießen. Das hier und das hier. Ja, also ein letztes Mal noch in den Wald, bevor wir weiter können. Also nochmal hier das mitnehmen. Das einmal verbessern. Schön. Ich glaube, ich wollte eigentlich auch noch mal ein bisschen was von dem Holz hier haben. Also wenigstens mal so 5 möchte ich haben. Kann ich das eigentlich verbessern? Nee, gerade aktuell mal nicht. Wie sieht es hier oben aus? Auch nicht. Ja, dazu müssen wir dann auch mal in die Minen. Hier gibt es auf jeden Fall noch was. Stehen alle hier unten auf dem Markt rum. Wahnsinn. Gut. Da haben wir ein bisschen was bekommen. Ach so, Moment. Dann müsste doch jetzt eigentlich an dem Auftragsboard sich auch was erfüllt haben, oder? Ja. Und tatsächlich haben sich alle erfüllt. Obwohl ich ja nur 5 und nicht 8 von den Perfect Bricks dahingestellt habe. So, es gibt neue Kisten. Ein neuer Tischblaupause. Aha. Die Luca-Coin. Und ein paar Tautropfen. Ja, zu verkaufen. Ich würde sagen, wir verkaufen noch mal ein bisschen Unkraut. Und dann geht's aber jetzt wirklich los. So, das können wir verbessern. Hat sie was zu erzählen? Also sie mag die mittlere am liebsten. Von diesen Wesen. Wo ist denn der böse Baum, der sich hier gerade schon gemeldet hat? Da oben ist einer. Da muss ich aber gar nicht unbedingt hin. So, das war der Bonus. Hält auch einfach nicht lang genug. Oh, Moment. Das habe ich total übersehen. Da ist ja ein besonderer Baum. Ja, die tarnen sich ganz gut, diese Almwood-Bäume. Das muss man schon mal so sagen. Ah, ja, ich sollte auch mehr Insekten sammeln. Fällt mir dabei mal so ein. Machen wir auch gleich. Also, das hier noch einsammeln. Das hier. Oh, wieder seltener. Ein Red Goliath. Das scheint irgendwie der seltene
diese seltene Insekt des Sommers zu sein. Gobbelnook? Gut, mehr scheint es hier nicht zu geben. Dann gehen wir in den anderen Teil noch rüber. Ja, irgendwo muss hier auch wieder so ein böser Baum sein. Aber bisher noch nicht gesehen. Da unten ist er. Ich sehe ihn. So, den will ich. Ja. Hier noch ein bisschen was von. Und dann natürlich auch noch die Insekten fangen. Mhm. So, es ist wieder Zeit fürs Bett und ich würde sagen, wir beenden hier diese Folge und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.